Moin, da bin ich wieder. Aber diesmal geht es nicht um eine Radtour, sondern mal um meinen Fuhrpark, den ich hier jetzt mal aufgebaut habe. Ja, meine Räder kennt ihr vielleicht aus den Videos, das würde ich auch mal ein bisschen vorstellen. Das ist mein altes Rad von 2003, das ich inzwischen nur noch als Winterbike benutze, so eine Art Mountainbike. Ja, hat schon viel mitgemacht da in den letzten Jahren. Auch viel im Winter mitgefahren bin, im Eis und Schnee und Salz. Das hat es natürlich ganz schön mitgenommen, aber es funktioniert immer noch alles. Hier ist eigentlich mein Lieblingsrad, das Rennrad. Aber seht ihr gar nicht mehr so viel auf YouTube, denn meistens bin ich ja doch immer unterwegs in Landschaften, wo auch mal Schotterwege sind. Deswegen sind nicht so viele Videos damit, aber ich bin da doch gerne und lange unterwegs. Die ganz großen Langtouren mache ich immer mit dem. Und das ist von 2008, also auch schon wieder 12 Jahre alt, etliche 1000 fünfstellig Kilometer hinter sich. Also auch schon wieder ordentlich was mitgemacht in den Jahren. Und das hier ist jetzt mein Mountainbike, was ihr in letzter Zeit oft gesehen habt. Ja, das Cube Nature von 2013. Das hat mich jetzt sehr gut begleitet, sogar auf meinen Radreisen, die ich jetzt angefangen habe. Aber ich habe gedacht, da fehlt doch noch irgendwie was. Ich brauche doch mal wieder was Neues, wird mal wieder Zeit. Und was soll ich sagen, der Paketbote war da. Und da steht nur in der Garage und das möchte ich nur auspacken. Also los geht's. Das nenne ich doch mal ein Paket, wa? Riesenteil. Na ja, dann muss ich das mal auspacken. Auf geht's. Geschafft. Ausgepackt. Da ist es nun. Wunderschön. Das Cube New Road Race FE. Aber ich werde jetzt erstmal alles so ein bisschen anbauen. Pedale ran und all so ein Kram. Also, das werde ich erstmal in Ruhe zusammenschrauben. Nach stundenlangen Schrauben steht es nun da. Ja, mit Pedale habe ich jetzt alles rangebaut. Getränkehalter, das gehört zum Lieferumfang nicht dazu. Ja, das ist das Cube New Road Race FE. Ein Gravelbike, ja, da habe ich schon lange drauf geschielt. Und dieses Bike hat dann auch alles, was man auch zum Reisen braucht. Zum Beispiel ein Gepäckträgerhalter oder Nabendynamo. Mit dazugehörigem Licht. Rücklicht natürlich auch. Sowie auch fest angebaute Schutzbleche und
die neueste Schaltung von Shimano, die GAX-Gruppe, passend zum Gravelbike. Ja, 2x11 Gänge, toll. Ja, man ist so ein bisschen aufgeregt, wenn man wieder ein neues Rad ist. Ist schon wieder Jahre her. Ja, warum habe ich mir ein Gravelbike ausgesucht? Ja, Mountainbike, wo ich immer mit unterwegs bin, ist ja schon toll, aber doch etwas schwer und schwerfällig. Und Rennradfahren mache ich doch lieber. Und so ein Gravelbike hatte doch etwas von Rennrad, von der Performance her. Also, das passt ein bisschen besser zu mir. Und jetzt habe ich eins. Und da freue ich mich jetzt auch drauf, auf eine schöne Probefahrt draußen. Denn die Sonne kommt gerade wieder ein bisschen raus. Wow, ich bin begeistert. Was für ein Fahrverhalten. So ein leichtes Fahrrad, 11,7 Kilo. Was ein Unterschied zwischen dem Mountainbike. Echt klasse. Und auf diesen Kies hier, super, das hat sich super gefahren. Wow, ich konnte aber jetzt nicht leider weiterfahren, weil man sieht's. Der Regen kommt. Naja, man kann es auch in den Regen fahren, aber das neue Bike jetzt in den Regen und dann einsauen. Ne, das mache ich jetzt nicht. Aber das nächste Video wird garantiert mit dem Fahrrad sein. Eine tolle Tour. Ich werde sehen, wo ich da fahren kann. Oh, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und eins noch. Ich habe das Kanallogo jetzt geändert. Ein neues. Denn ich habe ja doch jetzt schon inzwischen ganz schön viele Abonnenten. Da wollte ich es doch ein bisschen persönlicher gestalten. Also ich hoffe, das gefällt auch. Also dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin.